Was geht ab, Schoko-Freunde? Willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Lucky Race. Da wurde ich anscheinend schon erkannt. Wir schreiben mal Hi, Doppelpunkt D. So, eine weitere Folge Minecraft Lucky Race. Sehr, sehr lange ist es her. Ich habe es lange nicht mehr aufgenommen. Im Streams haben wir das immer noch regelmäßig gespielt, aber im Video schon sehr, sehr lange nicht mehr. Deswegen schreibt gerne mal in die Kommentare, habt ihr Lucky Race vermisst? Sollen wir wieder mehr Lucky Race machen? Oder meint ihr so, ja, nee, Lucky Race Videos sind eh nicht so cool, also spiel lieber irgendwas anderes. Schreibt eure Meinung gerne mal in die Kommentare und da bin ich sehr gespannt. Oder lasst einfach ein Like da, falls ihr mehr Lucky Race sehen wollt. Die Kiste kann ich da leider nicht aufmachen, wegen dem Block darüber. Und ja, wir spielen heute mal ganz entspannt ohne Challenge. Ja, ich dachte, um wieder reinzukommen, machen wir einfach so eine entspannte Runde. Ich spiele momentan so wenig Jump'n'Run irgendwie. Gestern kam ja auch ein Jump World Video und da war ich halt so richtig schlecht. Das habe ich gerade erst aufgenommen. Deswegen dachte ich, komm, ich spiele mal wieder jetzt eine Runde Lucky Race und verbessere hoffentlich mal wieder meine Jump'n'Run Skills. Wir sind gerade sogar nur Dritter. Das geht auf jeden Fall gar nicht. Gefällt mir nicht. Ich habe zu viel Zeit damit geopfert, als ich diese Kiste, glaube ich, aufmachen wollte. Aber egal, wir kriegen das schon irgendwie hin. Hauptsache, ich komme ins Ziel. Die Effekte haben mich zum Glück nicht getroffen. Ich glaube, die wären negativ gewesen. Ach, Schneemann, du nährst mich gerade ein bisschen, Junge, Junge, geh weg. Ja, vielleicht machen wir dann demnächst mal wieder ein paar Lucky Race Challenges. Ich habe erst überlegt, ob ich jetzt mit der F1 Challenge einfach starte. Aber ich dachte mir, okay, F1 Challenge ist jetzt wahrscheinlich auch nicht so spannend. Ja, wobei, könnte man spannend machen, ne? Aber dann dachte ich mir so, nee, komm, erste Runde. Wir spielen mal so ganz entspannt. Ich würde ganz gerne gewinnen. Allerdings, spiele ich hier gerade schon komplett schlecht. Das kann ja nicht sein. Leute, ich habe noch ab und zu Jump'n'Run gespielt in Streams, wie gesagt. Immer am Anfang von den Live Streams spiele ich eigentlich meistens 1 bis 2 Runden Lucky Race, ja, so gut wie immer. Und jetzt versage ich hier einfach komplett. Das ist sogar eine einfache Map hier. Komm, ich muss es doch schaffen, ins Ziel zu kommen und zu gewinnen, oder nicht? Der Amigo 14 ist halt komplett vor mir, der Yoshi, wie, oh Gott, was steht da alles? Yoshi, keine Ahnung, GZ, was? Irgendwas steht da halt, kann ich nicht lesen. Egal. Und der Jackboys-Test ist auch vor mir. Einfach mal alle Namen erstmal komplett falsch aussprechen, aber egal. Die müssen wir jetzt auf jeden Fall noch einholen. Aber ich glaube, boah, die Jungen, die sind 4 Checkpoints vor mir oder jetzt noch 3 Checkpoints. Wie weit sind die denn schon? Da habe ich richtig Angst, dass ich nicht mehr ins Ziel komme. Notfalls machen wir einfach 2 Runden, weil ich will auf jeden Fall, ich bin wieder runtergefallen, das wird nichts. Also, Lucky Race habe ich doch früher zu meinen Glanzzeiten, ja, haben wir das gespielt und da habe ich Challenges gemacht, da durfte ich nicht mal runterfallen oder so und das war easy first try, weil ich keinmal runtergefallen bin oder sonst was und jetzt bin ich hier schon, weiß ich nicht, 7-mal runtergefallen oder so, vielleicht sogar ein bisschen mehr, ich bin mir gerade gar nicht so sicher. So wird das hier nichts, würde ich sagen, ne, aber wie gesagt, notfalls machen wir gleich noch eine 2. Runde. Hauptsache, ich komme hier ins Ziel. Hätte ich die Hühner killen sollen? Lol, das ist einfach so ein Pigman auf einem Huhn. Egal, wir haben keine Zeit, uns das anzugucken. Ich muss mich beeilen. Nebenbei kann ich ganz gut Werbung machen. Ich meine, während wir hier Jump'n'Run machen, ist es immer relativ simpel, Freunde. Für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, ich habe jetzt einen Real-Life-Kanal, Freunde. Den dürft ihr gerne mal abonnieren. Schoko Ryan heißt der, ist auch in der Beschreibung verlinkt. Da kommen jetzt ja wahrscheinlich so einmal in der Woche immer, kommt da mal ein Real-Life-Video. Da gebe ich mir auf jeden Fall sehr viel Mühe. Macht Bock und ja, ich hoffe, dass die ganz cool werden, die Videos alle. Da sind bis jetzt nur 2 Stück online, aber da kommen hoffentlich noch mehr. Da schreibt jemand, ist das der echte YouTuber? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich bin fake, Leute. Okay, es ist ja unterm Ziel. Wir haben nur noch 17 Sekunden. Wir sind aber auch kurz vor dem Ziel. Vielleicht schaffen wir das, wenn ich jetzt nicht dumm runterfalle. Wir machen mal noch einen 360. Bam. YOLO, Leute. Den Block hier nehmen wir auch noch mit. Oh, da sind Goldäpfel drin, aber die kann ich nicht nehmen gerade. Erstmal ganz kurz. Zack, ins Ziel. So, dann... Nein, ich wollte noch die Goldäpfel mitnehmen. Egal. Habe ich... okay, wir müssen uns Dia-Schuhe craften. Ich ziehe so lange mal Eisenschuhe an. Wir sortieren hier mal ganz kurz alles aus. Okay, warte, ich hätte ganz gerne verzauberte Hose. So. Und dann noch ein Dia-Schwert dazu. So. Und da ist der erste Gegner. Oh Gott, von der Jackboys TS mit gutem Stuff auf jeden Fall. Oh, der hat ordentlich Fallschaden kassiert. So, zack. Dann brauchen wir auf jeden Fall noch ein paar Dia-Boots, Freunde. So, erstmal alles aussortieren hier ganz entspannt. Dann packen wir den Stuff hier unten rein. Und ich würde sagen, jetzt sind wir ready zum Fighten. Let's go. Wo ist der erste Gegner? Wer will hoffentlich gegen mich sterben? Wie schnell das vor allem auch ging, ne? Ich sehe gerade, wir sind jetzt... Ich bin seit etwas über 4 Minuten am Aufnehmen und wir sind einfach schon im PvP, Junge. Der Jump'n'Run-Teil, der geht ja manchmal so schnell vorbei. Ich müsste vielleicht auch mal anfangen, Jump League zu spielen auf dem, Dingens, Gomme-Server, weil da sind die Sprünge mal ein bisschen schwieriger, finde ich. Ach komm, ich will mich da jetzt nicht mit einmischen, da wir fighten gegen das Girl hier vorne mit dem, ist das so ein weiblicher GLP-Skin? Konnte ich jetzt gar nicht richtig sehen. Die fighten da immer noch. Wir versuchen halt so wenig abzustauben wie möglich jetzt erstmal hier. Zumindest in der ersten Runde. Da versuchen wir noch ehrenvoll zu spielen. Wenn ich jetzt verlieren sollte, dann spielen wir vielleicht im nächsten PvP nicht mehr so ehrenvoll. Kommt doch immer drauf an. Ich finde halt nie Gegner zum Fighten. Da, ich sehe mal nur Leute. Ah, der wollte ja ein Screen kommen. Den können wir jetzt auch ganz schnell machen. Perfekt. So, okay, hat er gemacht. Super, dann können wir jetzt kämpfen.
Okay, ja. Ich war mir erst nicht sicher, ob der jetzt wirklich direkt fighten will. Oh, hier werde ich doch easy runtergekickt von ihm. Und der hat auch guten Stuff. Der war im Ziel. Oh, und der hat Heiltränke, Leute. Ah, ich sterbe an Fallschaden. Halbes Herz, halbes Herz, halbes Herz. Oh boy, oh boy. Wird er gerade weggesnackt oder wer fightet da jetzt? Ja, geht nicht auf mich, geht nicht auf mich. Ich chill hier gerade einfach ein bisschen, okay? Ich chill hier und regeneriere, okay, Leute? Oh Gott, da kommt jemand. Ja, ich werde sterben jetzt. Ach komm, wir fighten einfach, ich lasse mich killen. So, wir haben ja noch 2 Leben. Und bis ich jetzt voll gewesen wäre, das hätte eh 10 Jahre gedauert. Gucken wir mal, was hier in dem Block Gutes drin ist. Oh, sogar ein paar Heiltränke, das gefällt mir. Aber auch ganz viel Trash, das brauche ich doch eh alles nicht hier. So, erstmal weg mit dem ganzen Stuff. Und dann, oh yo, das ist der letzte. Soll ich jetzt mal gucken, wie man den ausspricht? Yoshi GZ, was? Ich kann das nicht, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, Leute. Ich bin zu dumm für den Namen, es tut mir leid, aber Grüße gehen raus an dich, wenn du das Video hier siehst. Da unten ist er gerade fleißig am Aussortieren. Oh, der hat mich aber instant gesehen, ne? Krass. So, oh nein, ich glaube, der zerstört mich. So, hier nimm noch einen Damage-Trank. Nimm noch einen Giftstern am besten. Ich gönn mir mal einen Heiltrank. Ich will ihn nur einmal killen, ist die Sache. Weil der Typ hat noch... Jawohl. Oh mein Gott, der hatte noch 3 Leben. Ich glaube, der wird mich zerstören. Aber mal sehen. Ich habe jetzt sehr, sehr viel geopfert gerade für diesen Kampf. Ne? Ist da noch was Cooles drin? Ich glaube nicht. Der hat ja eigentlich gerade schon ganz gut aussortiert. Oh mein Gott, aber ich habe noch einen Halloween-Potion. Der könnte gleich noch sehr, sehr praktisch sein. Und ich kann ja mal ganz kurz hier so alles anzünden. Oh, ich hätte den Dia-Helm vielleicht mitnehmen sollen für den Notfall, dass er auch einen Halloween-Potion hat. Aber ich will halt nur, dass hier keine Helme mehr sind für ihn, ne? Falls ich ihn jetzt mit dem Halloween-Potion treffen sollte, jetzt muss ich ihn nur noch finden. Ah, da sehe ich schon seinen Namen. So, wir gehen hier mal hin und ich würde sagen, als allererstes machen wir den Giftstern, sobald er hier ist. So, Giftstern. Zack. Dann kommt er weiter. Dann geben wir ihm einen Halloween-Potion. Und er gibt mir auch gerade ganz viele Potions. Nein, der hat noch einen Helm. Oh mein Gott, und ich hatte Slowness durch ihn leider. Das heißt, vielleicht sterbe ich jetzt noch hier. Nein! Oh mein Gott. Nein! Mein Heiltrank ist auch nicht mehr rausgegangen, glaube ich, ne? Verdammt. Ah, das war meine beste Chance, ihn nochmal zu killen. Mega ärgerlich. Ich hatte gehofft, dass er nicht noch einen Dia-Helm hat. Warte mal, was macht der da? Zack, nimm erstmal Giftschaden. Oh nein, der war am Schreiben. Alle Schurkefreunde, Ranix Call abonnieren und lasst einen Like da. Ehrenmann. Leute, lasst gerne mal... Ja, komm, ich komme mit weg, alles klar. Zack, nimm noch einen Feuerstern. Ah, ich lasse mir so viele Free-Hits gerade geben. Ich sterbe jetzt instant wieder. Und der ist gerade in einem Goldapfel, ich glaub's nicht. Ich muss leider jetzt ein bisschen wegrennen und wie ein kleines Weichei spielen. Aber das ist nicht so mein Spielstil, deswegen gehe ich jetzt wieder drauf und sterbe einfach. Und ja, sterbe an Fallschaden. GG, ich würde sagen, wir machen direkt noch eine Runde. Yo, was ist das denn? Leute, ich bin jetzt schon ein bisschen länger in der Runde. Bis jetzt, glaube ich, auch 0 Jump-Fails. Und ich bin, wie man sieht, Erster. Aber da ist jemand in der Runde, der heißt einfach Toast X Cole. Das habe ich gerade erst gesehen. Junge, das musste ich einfach... Davon musste ich euch jetzt einfach berichten. Das ist ja mal richtig heftig. Grüße gehen auch raus an dich. Cooler Name. Und da ist mein erster Jump-Fail. Ich bin einfach nochmal runtergefallen und hier ist überall dieses Cobweb. Das dauert dann 10 Jahre, bis ich wieder da bin. Aber ich bin zum Glück immer noch Erster gerade. Lass mich das bitte jetzt schaffen. Komm schon. Jawohl. Okay, wir sehen uns im Ziel wieder. Okay, wir kommen doch nicht ins Ziel. Dieser Sprung hier, ja, da verzweifle ich gerade die ganze Zeit. Da, was ist das? Muss man da irgendwie... Warte, kann man da drum herum springen? Oh mein Gott, okay. Ich dachte, man kann da nicht drum herum springen. Ich habe da einfach ultra viel Zeit verschwendet jetzt. Vielleicht kommen wir doch ins Ziel. Junge, jetzt mal ganz kurz, no joke. Was ist das für eine Map? Ich glaube, die ist neu, weil die kommt mir absolut gar nicht bekannt vor. Ich glaube, ich habe die noch nie gespielt. Und wie lange geht die bitte? Hier waren jetzt schon so viele Sprünge noch mit dabei, die auch schwer waren. Ich jetzt aber geschafft habe. Aber ich bin immer noch nicht im Ziel. Aber ich glaube, da vorne ist es, ne? Aber wir haben nur noch 1 Minute 20. Und jetzt verkacke ich gerade komplett. Ey, guckt euch das an! Was ist das? Oh mein Gott, endlich. Okay, 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 okay. Wir haben es geschafft. Lass mich jetzt bitte noch schnell ins Ziel kommen. So, das cutten wir jetzt einfach alles noch mit rein. Ah, ich hätte das durchspringen müssen. Egal. So, direkt geschafft. Und, okay, 24 Sekunden. Ich stelle mich aber schon mal hier hin. Ich habe irgendwie Angst, dass hier gleich irgendwas ist, was mich killt. Deswegen öffnen wir mal die Blöcke von hier aus. So, und dann können wir jetzt gleich endlich ins Ziel gehen. Nochmal ganz kurz den Block placen hier. Zack. Okay, ein paar Level. Die nehme ich gerne. Dann, rüstungstechnisch bin ich nicht mal so krass dabei. Aber mal gucken, was jetzt hier drin ist. Ah, eine Hose habe ich tatsächlich leider schon. Ist noch jemand ins Ziel gekommen? Oh mein Gott, ich hatte gar keine Zeit mehr, ne? Ich bin ja richtig knapp ins Ziel gegangen. Ich habe das irgendwie gerade komplett vergessen, dass wir eigentlich keine Zeit mehr haben. Ah, ich werde direkt sterben hier. Jo, wie viele Gegner sind hier denn auf einmal? Chill doch mal bitte alle, ich muss mir noch einen Helm craften. Guck mal, der Timix Cole ist auch mit am Start. Hat aber viel besseren Stuff als ich. Obwohl ich der bin, der ins Ziel gekommen ist, Mann. Das kann doch nicht sein. So, Dia-Helm. Da vorne sind Gegner, ey. Ich brauche aber noch ganz kurz schnell ein Dia-Schwert. So, zack. Dann haben wir hier Goldäpfel mit am Start. Da snacke ich schon mal einen von. Tranktechnisch bin ich jetzt auch nicht so gut tatsächlich mit dabei. Leute, ich weiß nicht. Oh, schon wieder. Habe ich gerade gesagt Tim X Cole? Toast X Cole auf jeden Fall. Ey, wie viel Damage-Trink hat er denn auch? So, zack. Komm schon, wir brennen beide. Vielleicht kriege ich ihn ja noch
gekillt, da mischt sich aber gerade jemand mit ein. Ey, wie viele Leute sind da denn auf einmal? Oh, das ist meine erste Runde Lucky Race jetzt wieder oder meine erste Aufnahme seit langem. Und dann direkt solche Situationen hier, das macht ja gar keinen Bock. Was ist das denn? Ich fighte eins, was ist eins gegen ihn? Auf einmal sind da 5 Millionen andere Spieler noch. Ich kann auch nur gegen ihn fighten, ne? Ich will gar nicht gegen dich kämpfen, weil guck mal, da sind schon wieder ganz andere Leute hinter dir. Der snackt uns gleich sowas von weg und dann weine ich, weil dann habe ich... Okay, wir haben ihn bekommen. Oh Gott, das tut mir leid, Toastix Call hat jetzt auch kein Leben mehr. Ey, chillt doch mal alle. Bam, so, brenn einfach ganz kurz. Ja, das ist der Nächste hinter mir. Junge, das fühlt sich hier richtig nach einem Fokus an, aber ich glaube, das ist einfach nur Zufall gerade, dass hier immer so viele Leute sind. Ich werde jetzt, glaube ich, easy gleich einfach sterben. Oder verfolgt mich nicht mehr, aber da kommt jetzt der Nächste und der verfolgt mich doch noch, Leute. Ja, spaßige Runde auf jeden Fall. Wir rennen mal hier lang weg. Ich würde ganz gern mir noch einen Trank oder sowas geben. Okay, der ist nicht mehr hinter mir. Wir haben hier nämlich noch so einen Pfadfindertrank. Okay, der gibt mir aber absolut nichts, was ich gerade nutzen kann oder gebrauchen kann. Trinken wir den nochmal ganz kurz. Der hat mir ein bisschen Stuff gegeben, aber jetzt auch nicht wirklich was. Dann gehen wir mal hier hin. Vielleicht kann ich den schnell killen. Doch nicht, der hat einen Goldapfel gesnackt und ich bin auch nicht voll regeneriert. Und ansonsten habe ich, glaube ich, leider nichts Cooles. Ein Eisstern. Okay, das kann noch sehr praktisch sein. Ja, das war's aber, ne? Keine gute Runde, Freunde. Fighten wir den Typen hier vorne einfach mal. Oder auch nicht, weil... Junge, hier sind so viele Gegner, ne? Das ist ja so eine richtig volle Runde hier. Nochmal einen Trank geben. Keine Ahnung, was der mir gerade bringt. Aber egal. Let's go. Kann ich wenigstens noch einen Kill haben hier vielleicht. Oder auch nicht. Jetzt rennen die da die ganze Zeit weg. Soll ich auf den... Oh, hier ist wieder so ein Massaker jetzt direkt. Aber diesmal bin ich nicht der, der gefokust wird. Glaube ich. So, den haben wir. Dann würde ich ganz gerne den Boy hier vorne noch töten. Wobei, da sind halt mehrere. Die Sache ist, das ist jetzt so eine Runde, da gibt es kein Einmischen oder Nicht-Einmischen. Weil wenn ich jetzt... Hier werde ich nie im Leben ein faires 1 vs 1 haben. Das haben wir vorhin ja schon gesehen. So, den habe ich bekommen. Dann wäre es cool, ihn auch noch zu killen hier. Ich glaube, den kriegen wir aber auch noch. Der hat kein richtiges Schwert. Und ich habe ihm den Eisstern gegeben. Komm schon. Komm schon. Ich brauche auch am besten euren guten Stuff. Jawohl. Gib mir deine Dia-Chestplate bitte ganz schnell. Ich hoffe, hier kommt jetzt keiner hin. So, Dia-Chestplate haben wir. Eine Angel habe ich auch noch mit am Start. Habe ich noch irgendwas anderes Cooles jetzt, ist die Frage. Guck mal, ein verzauberter Dia-Helm. Das gefällt mir. So, ich glaube, der andere hatte leider nichts Gutes, aber wir gucken trotzdem mal rein. Junge, der hatte auch mega viel Stuff, ne? Verzaubertes Dia-Schwert, das nehme ich gerne. Oh, verzauberte Dia-Schuhe. Der hatte doch guten Stuff. Let's go, Alter. Damit haben wir vielleicht doch noch eine Chance. Ich darf halt nur nicht dumm weggesnackt werden. Dann könnte das was werden. Seht ihr den Typen da links? Guckt euch den mal an. Guckt euch... Ich gehe jetzt erst auf den. Der hat da nur gewartet zum Wegsnacken. Der ist direkt losgerannt, als wir gekämpft haben. Vorher stand er da einfach nur und hat geguckt. Der campt auch hier oben, weil das ist der Ort. Wenn die Zeit abläuft, dann gewinnt ja der in der Mitte ist. Und hier oben ist die Mitte. Und der wartet hier schon fleißig. Warte mal, kann ich den irgendwie runterkicken? Okay, anscheinend nicht. Aber den müssen wir ja trotzdem eigentlich killen können. So, kriegt ein bisschen Fallschaden. Bam, dann noch ein paar Hits Fallschaden. Und... Och nein, jetzt angeln mich doch nicht die ganze Zeit weg. Warte mal, wir können hier vielleicht ein bisschen abkürzen. Dann komme ich hoffentlich noch an ihn ran. Komm schon! Junge, ich muss ihn einmal mit der Feuerblume hitten, wenn ich irgendwie rankomme, damit er Feuerschaden kassiert. Warte, jetzt kann ich hier so rennen. Doch, den kriegen wir noch, Leute. Das wird jetzt richtig lange dauern. Ich krieg zum Glück keinen Feuerschaden, deswegen kann ich da durchrennen. Kriegt er Feuerschaden? Jawohl, okay, er kriegt Feuerschaden, hat mich aber ultra weit weggekickt. Ich werde dich jetzt mit der Blume immer wieder hitten, wenn ich bei dir bin. Dass du schön Feuerschaden... Jetzt kriegt er keinen Feuerschaden mehr? What? Hatte der so einen Feuerresistenztrank? Oder was ist da genau passiert? Ich versteh's nicht. Der hat doch gerade noch Feuerschaden kassiert, oder nicht? Ey, der... Hat der, okay, der hat aber auch nur noch ein Leben, deswegen spielt er so. Dann fighte ich jetzt erst den hier. So, Hauptsache, ich habe jetzt mal Action hier. Einmal dich anzünden, dann einen Eisstern dir geben, dass ich hoffentlich ein bisschen wegkommen kann. So, du bist down. Jetzt kommt er hier und will sich mit einmischen natürlich. Ja, das ist mal wieder typisch. Jetzt rennt er doch wieder weg, wo ich ihn gesehen habe. Was ist denn los hier? Ich will das garantiert nicht so lange spielen, bis irgendwie... Oh, bis das Finale ist. Guckt euch das mal an, der Typ, ne? Guckt euch das mal an. Jetzt mischt er sich damit ein und kickt den da auf mich, damit wir beide gegeneinander kämpfen. Die Team hier. Jo, die Team doch richtig gegen mich, oder nicht? Die boosten nicht die ganze Zeit zu mir. Alter, was seid ihr denn für Teamer, bitte? Was ist denn los mit euch? Die Team, oder? Das kann mir keiner erzählen. Leute, die Team doch eindeutig. Da, die boosten sich immer nur zu mir. Und jetzt kämpfen die doch. Okay, das sah aber... Nee, das kann mir... Jetzt kämpfen die, aber das sah gerade sehr hart nach Teaming aus. Also, sorry. Da kann mir keiner was anderes erzählen. Die sind beide mir hinterhergerannt, haben sich immer nur mit Puffy zu mir geboostet, damit der andere mich hitten kann. Ja, super Lucky Race Aufnahme auf jeden Fall. Freunde, ich würde sagen, danke fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne mal ein Like da. Toastix Cole ist auch noch mit hier drin. Sehr, sehr cooler Name, wie gesagt. Da ist er sogar. Moin, moin, was geht? Und ja, Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns morgen um 16 Uhr bei einem weiteren Video wieder. Ciao. Freunde.